Hallo und willkommen zurück zu Tierst du Tierrat 2. Ist immer noch Nacht. Wir haben hoffentlich gut geschlafen. Oh, es wird langsam morgen. Tempel. Nachts im Tempel. Mina, soroimashita ka? Ah, und das ist der Anführer der Rebellen. Oder der Anführer des Widerstandes, besser gesagt. So, haben sich alle versammelt. Oyo, Usagi domo wa subete tsudotta. Yami ni mi o hisomete oru ga na. Ja, in der Tat. Alle Kaninchen sind da. Wenn sie sich auch in der Dunkelheit versteckt halten. Naraba. Tonaeru ga ii. No usagi domo yo. Mi no akashi o tate yo. Nun dann sprecht eure Eide, Kaninchen, und beweist, dass ihr eins seid mit dem Warren, wer auch immer der Warren ist. Wir sind die Barca-Fraktion, ja, Fraktion, das Schwert Spaniens. Wir wehren uns gegen die Tyrannei des Imperiums und wünschen nichts mehr als die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes. Wir schwören im Haus Barca Gefolgschaft. Diejenigen, die dem Imperium das Ende bereiten werden. Und auch wenn wir jetzt nichts weiter sind als wilde Kaninchen, die sich im Untergrund versteckt halten, wird unser Durst nach Freiheit niemals sterben. Tod dem verfluchten Imperium. Und Frieden unserem schönen Land. その熱き思い、聞き届けました。あなた方は確かに同志、バルカ島の重鎮だと確認しました。Ich habe eure Wünsche gesehen. Ihr seid alle unsere Kameraden und ich habe bestätigt, dass ihr die Barca-Fraktion anführt. Ja, das sind alles Veteranen, die unter zwei Generationen des Barca-Haushalts gedient haben. Es sind Elite-Krieger, denen wir vertrauen können. 素晴らしい。まさにバルカ島の中枢がここに揃ったわけですね。それでは定例の報告会を始めるとしましょう。Ja, ich werde Faction jetzt mehr als Gruppe dann übersetzen und nicht als Fraktion. Wir sind ja nicht im Bundestag. Also Widerstandsgruppe ist denn ja okay. Also fein. Die Grundlage der Widerstandsgruppe ist gelegt oder hat sich versammelt. Oder die Basis der Widerstandsgruppe hat sich versammelt. Dann lass uns jetzt mit den Berichten beginnen. ちなみに、本日はバルカの古参兵諸君だけではなく、若き新参者も来ております。問題ありと思う方は、この場で申し出てください。Heute hat sich hier aber nicht nur, haben sich hier nicht nur die Veteranen von Barca versammelt, sondern auch ein junger Neuzugang. Falls das ein Problem darstellt, sagt es jetzt.異議なし。Kein Problem. 問題ない。Ja, nicht. では早速この新参者に働いてもらいましょう。紹介も兼ねて帝国の動向を報告してもらうことにします。
Ja, dann fangen wir doch am besten gleich mit dem Neuzugang an. Er kann sich damit einführen, dass er uns was über die Armeebewegungen des Imperiums berichtet. Ich habe keine Einwände. Er kann sprechen. Ja, sag uns erstmal, wer du bist. Was? Wer ich? Ich bin Dion, so ein, ich bin Student da von Kademia. Ja, und als wir da gestern gearbeitet haben, da wäre meine Mutter beinahe draufgegangen. Boah, war ich angepisst. Ich meine, wie kann ich denen da vergeben? Nieder mit dem Imperium, das dachte ich mir sofort. Ach, deshalb ist er zu uns gekommen. Ja, das war eine bewegende Geschichte. Aber bis heute, was hast du denn geleistet? Vermutlich hat der Feigling hier einfach an der Seitenlinie gestanden und zugesehen, bis er plötzlich im Kreuzfeuer stand. Wie kannst du es wagen? Macht ihr euch einfach nur über mich lustig? Auf keinen Fall bin ich jetzt verängstigt, gegen das Imperium zu kämpfen. Neuzugang. Du musst begreifen, wo du stehst. Und an alle anderen gerichtet, bitte seht davon ab, ihn noch mehr zu reizen. Veteran oder nicht, wir müssen unsere Kräfte zusammenhalten, um Widerstand leisten zu können. Nun gut, er kann einer von uns werden. Aber du ziehst dich besser warm an, Jüngchen. Nun, dann erzähl uns mal von den Truppenbewegungen des Imperiums. Achso, ja, ich soll jetzt hier einen Bericht ablegen. Ja, klar, verstanden. Hispania-Zendo-Dorstatschkara. Jetzt von unseren ganzen Verbündeten hier in Spanien, da gab es eine Menge Berichte, die uns gesagt haben, dass das, dass die Bewegungen der imperialen Armee ziemlich seltsam sind. Deshalb habe ich das mal alles so zusammengelegt und versucht zu begreifen. So, da ist zum ersten hier am Anfang des Monats, da gab es eine drastische Erhöhung von Gewalt und Plünderungen von in der Zivilbevölkerung. Ja, das wird sicher daran liegen, dass das Militär nicht angemessen bezahlt wird. Und dann wird ihnen gesagt, dass das, was, dass sie sich einfach das selber nehmen sollen, was ihnen zusteht von den Leuten hier aus Hispania. So ist es. Ja, das stimmt schon, aber späte Bezahlungen und niedrige Löhne ist ja nichts Neues. Aber das geht jetzt schon eine Weile so.
そういうわけで帝国は兵の不満を解消するために市民への略奪行為を黙認することにしたらしい。Und um diese Unzufriedenheit jetzt zu lösen, habe ich gehört, dass das Imperium jetzt nicht mehr so genau hinschaut, wenn es da um dieses Plündern geht. Na, das kann ich gar nicht glauben. Es sind doch Soldaten und sie sind doch auch dazu da, die Zivilbevölkerung zu beschützen. Momentan ist es ja nichts mehr als eine Gruppe von Banditen. Ja, genau. Und um es jetzt noch schlimmer zu machen, sind es noch die Steuereintreiber, die auch noch absurde Mengen Geld verlangen. Und Pfändungen nehmen immer mehr zu. Es gibt ganz viele Leute, denen der ganze Besitz schon weggenommen wurde und sogar die Leute wurden dann als Sklaven verkauft. Und so schlimm war es jetzt schon die letzten 7 Jahre nicht. Und was ist jetzt deine Schlussfolgerung aus dieser Situation, Neuling? なんだかよくわかんないけど、後のことはどうでもいい。絞り取るだけ取って、とんずらしちまえって感じがするね。Ja, so ganz genau habe ich es ja nun auch noch nicht begriffen, aber ich schätze mal, die denken so, nach mir die Sintflut, ich nehme jetzt so viel ich kriegen kann und dann hau ich wieder ab. 用意してんですね。Eine sehr gute Schlussfolgerung. では、私の方からも。ヒスパニア各地に点在する我らがカデメアの学び屋ですが。Auch ich würde dann gerne ein paar Neuigkeiten bereitstellen. Und zwar geht es um den Campus der Academia. Ach so, Academia ist bestimmt die Akademie, oder? Also es geht hier um die Ausbildungsstätten, vermutlich für Gelehrte. すべて廃校になるようです。ここも含めてね。明日にでも帝国軍から閉鎖の通知が行くかと思います。Es sieht ganz danach aus, als würden sie geschlossen werden. Diese hier übrigens auch. Ich erwarte schon morgen einen Brief der imperialen Armee, dass die Schließung angeordnet wird. え?学校がなくなっちまうのか? Was willst du damit sagen, dass es keine Schulen mehr geben wird? Oh nein, haben sie etwa herausgefunden, dass die Schulen der Hort des Widerstands sind? Nein, ich bin nicht der Ansicht, dass das der Fall ist. Obwohl wir vom Imperium beobachtet werden, glaube ich nicht, dass sie uns schon so stark auf den Fersen sind. Aber warum werden sie dann geschlossen? Es könnte eine Art von Provokation sein. Vielleicht wollen sie uns auch sagen, dass die Zukunft von Spanien keine Schulen mehr benötigt. Es ist nun 7 Jahre her, seitdem Lord Hasdrubal von uns gegangen ist. やはり帝国はこれを何らかの節目と思っているのだろうか。Hinzu kommt, dass das Baal-Festival vor der Tür steht.
Glaubst du, dass das Imperium das zu seinem Vorteil nutzen möchte? Baal-Taisai wa Hispania ni sumu hitobito ni totte wa hijou ni taisetsu na matsuri desu. Zendo no chūmoku ga atsumarimasu. Sore wa teikoku mo yoku wakatte iru deshou. Das Festival ist eine wichtige Tradition in Spanien. Das ganze Land ist darauf fokussiert. Und auch das Imperium hat das begriffen. Und genau aus diesem Grund werden sie das als Wendepunkt benutzen und drastisch ihre Politik ändern. Zumindest vermute ich das sehr stark. Glaubst du, es wird eine große Ankündigung geben? Das ist anzunehmen. Sie werden wohl eine neue Weltordnung proklamieren. Und uns? Sagen, dass die letzten 7 Jahre eine Abnormität waren? Ja, es ist sicherlich eine ungewöhnliche Lage. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die Armee des Imperiums hier so lange stationiert werden würde. Oi, oi. Hey, jetzt warte mal. Ich verstehe nicht ganz, was hier abgeht. Kann mir das einer vielleicht mal in einfachen Worten erklären? So, ich verstehe. Dann gestatte mir bitte nochmal von Anfang an alles zu erklären. Bitte alle, sagt nochmal, wie jetzt die Widerstand der Dinge ist. Hispania war 帝国の属州の一つです. ご存知の通り, 三方を海に囲まれ, 東部の境界もまた帝国の属州に接しています. Spanien ist eine Provinz des Imperiums. Wie ihr wisst, ist es von 3 Seiten vom Meer umgeben und nur die östliche Seite des Landes ist mit dem Imperium verbunden. Wir sind mit keinem anderen Land verbunden. Wir haben keine Landgrenzen. In anderen Worten ausgedrückt, gibt es hier keinerlei Bedrohung durch eine Invasion. Das bedeutet auch, dass die Anwesenheit der imperialen Armee nicht nötig ist. Aber allerdings sieht die Realität völlig anders aus. In der Tat, obwohl es keinen Grund dafür gibt, wurden wir zu einer Gefahrenzone erklärt und Truppen wurden hier stationiert. Die Steuern sind extrem hoch und wir werden zu intensiver Arbeit gezwungen. Aber,
Aber ganz ohne Grund war das nun auch nicht. Schließlich gab es in Spanien vor 7 Jahren eine Rebellion gegen das Imperium. Ja. 当時のヒスパニア総督ハッシュドゥルバル様は神聖帝国の堕落と腐敗を断罪し、その結果帝国の逆鱗に触れ帰らぬ人となった。 Ja. Der Gouverneur zu der damaligen Zeit, Lord Hasdrubal, verdammte die Korruption des göttlichen Imperiums und als Resultat hat er die Anführer des Imperiums, also quasi die Oberschicht des Imperiums, gegen sich aufgebracht. Aber Lord Hasdrubal weilt nicht mehr unter uns. Seit dieser Zeit wurde Spanien ganz furchtbar behandelt. Es wurde an ihm ein Exempel statuiert, das alle anderen Länder mahnen sollte, sich niemals gegen das Imperium zu erheben. Das geht nun schon 7 Jahre so. Ach so, und deshalb existiert die Barca-Fraktion, die Barca-Gruppe, wegen dieser ganzen Missstände? Ja, so kann man es ausdrücken. ここまでの状況は皆さんも異論のないことだと思いますが、私は今回のバール大祭を機に 帝国が政策を変更すると予想しているのです。 Ich glaube, mir stimmt hier jeder der Anwesenden zu, was die bisherigen Fakten angeht. Aber ich sage nun vorher, dass das Imperium ihre Politik während des Baal oder ab dem Baal-Festival verändern wird. Sieben Jahre Strafe ist ja auch bei weitem zu lang. Man kann es ja nicht ewig so fortsetzen. Ist es das, was du uns sagen möchtest? Glaubst du denn, dass es eine Amnestie geben wird während des Baal-Festivals? Wenn sie die Truppen zurückziehen und die Steuern senken, wird vielleicht das Imperium wieder die Beziehungen mit Spanien normalisieren. So, das, ne? 常識的に考えればそうなるはずです。そうあってほしいと思うのですが。 Ja, das ist zu hoffen. Und wenn man mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht, dann sollte es auch genauso passieren. Aber das könnte auch nur Wunschdenken von meiner Seite her sein. Ja, und wie sollen wir denn darauf antworten? Die politische Situation ist instabil. Wir können nicht vorhersehen, wie das Ganze ausgehen wird. Es ist nicht lange her, seitdem der vorige Kaiser verschieden ist. Die internen Querelen wurden nach einigen harten Strafen erstickt
Aber es gibt immer noch einige Feuer, die ab und zu mal wieder auflodern an den Fronten. Ma, koko Hispania mo hidane mitai na mon da ga na. Nun, Spanien selbst ist ja auch wie ein Feuer. Oder vielleicht besser wie ein Pulverfass. Rutsubo to iwan ka. Makka ni toketa tetsu ga nie tagiru Rutsubo datta na. Ja, sie nennen es sogar Crucible. Also ein Ort, in dem Stahl schmilzt. Ja, genau so kann man es ausdrücken. Ja, und die Politik der harten Hand ist begrenzt. Der Senat wird wohl begriffen haben, dass es sich lohnt, die Spannungen in den entfernten Provinzen abzubauen. Schließlich war ja ihre strenge Haltung gegenüber den aufständischen Stämmen überhaupt erstmal der Grund für die Rebellion in Albion. Aha, da haben wir es also. Tears to Tiara 1 und 2 hängen tatsächlich zusammen. Und das heißt, wir sind jetzt hier nach Tears to Tiara 1. Wollen wir hoffen, dass da alles gut gegangen ist und sie erfolgreich Albion befreien konnten. Und jetzt ist vielleicht Spanien die nächste Provinz, die sich vom Imperium lösen möchte. Mal schauen. 結局は鎮圧に失敗し、 帝国はあの島を放棄せざるを得なかった。 これは皆さんもよく知るところでしょう。 Am Ende des Tages war das Imperium nicht mehr in der Lage, die aufständisch niederzuschlagen und war dazu gezwungen, sich von der Insel zurückzuziehen. Ich denke, jeder kennt hier die Geschichte. Ja, natürlich. Ja, sie waren ja auch Vorbild für alle anderen Grenzgebiete. Ja, uns eingeschlossen. Und um das Land zu stabilisieren, wird das göttliche Imperium vermutlich einen Kompromiss anstreben entlang der gesamten Frontlinie. Und logisch betrachtet würden die Schritte bedeuten, die Truppen zurückzuziehen, die Arbeitslast zu senken und die Steuern ebenso. Ja, wenn alles gut läuft. Mit diesem Imperium. Zumindest müssen wir nicht lange warten, bis sich die Situation erklärt. Für nun sollte es reichen, Spanien aus den Schatten zu unterstützen.
帝国兵の横暴に抗議し、徴税人や代官たちの不正を暴き、元老院に告発することです。Und das sollten wir dadurch tun, indem wir gegen die Tyrannei der Soldaten protestieren, korrupte Beamte benennen und sie dem Senat melden. このような小さな積み重ねが、やがて帝国との交渉を有利に進める力となります。Diese kleinen Dinge werden sich dann aufsummieren und wir können sie zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir bezüglich unserer Freiheit verhandeln. Ma, 帝国に期待はせんがな。粛々と戦の準備だけは整えるわい。Naja, ich erwarte nicht allzu viel von dem Imperium. Aber zumindest sollten wir uns gut auf das Schlimmste vorbereiten. 今回のバール大祭。バルカ島は有事に備え。精鋭をここ、タマル村に集結させる。Wir werden auf jeden Fall die Barkat-Gruppe hier mal versammeln in dem Dorf Tama, falls es einen Notfall gibt während des Baal-Festivals. Ja, wie dieser Notfall aussehen könnte, haben wir ja in der Folge 1 schon gesehen. そしてヒスパニア各地のバルカ島支部でも何かあれば一斉に蜂起するように手はずは整えてある。Ja, ich habe auch schon andere Gruppierungen in ganz Spanien informiert, um einen gemeinsamen Aufstand abzustimmen, falls irgendetwas Schlimmes passieren sollte. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Kamaimasen. Desga, issei hōki wa saigo no shudan desu. Genjō de wa勝ち目のない無謀な賭けであることを忘れないでください。決して早まってはいけませんよ。Ganz und gar. Aber eine Rebellion sollte nur unser letztes Mittel sein. Wenn wir das momentan machen würden, wäre es ein waghalsiges Spiel mit einer geringen Chance auf Erfolg. Wir sollten die Dinge nicht unnötig beschleunigen. 戦わず帝国の妥協を待てば普通の属州と同等の待遇を得られるということを肝に銘じてください。Falls wir einfach auf den Vorschlag des Imperiums warten, können wir dieselben Rechte erlangen wie andere Provinzen, ohne dass Blut vergossen werden muss. Bitte behalte das im Gedächtnis. Madarukoshi! Ja, dann heißt es jetzt warten.